Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft. Minecraft? Effomod. Die neue Version ist rausgekommen. Hier ist es drin, Effo 2. In der 1.10.2 jetzt. Und das möchte ich mir gerne schauen. Das Minecraft Codepack ist noch drin. Forge, Mod Loader, Minecraft Forge und so weiter. Und wir starten eine neue Welt. Die heißt Alter. Dragon. So, einfach drängen. Einfach Start machen wir. Wir machen es aus. Weil wir machen ein Portal. Ich will ins, ins alte Gebiet auch gehen. Spielmodus natürlich überleben. Weitere Optionen schieden haben. Bonustruhe machen wir mal. Ankommen. Flachland, große Biome zur Klüfte. Wir machen zur Klüfte. Nein, wir machen. Wir machen Standard. Nein, wir machen zur Klüfte. So, neue Welt erstellen. Ich bin unbedingt, ich bin einfach Fan von diesem Mod und ich habe das schon längere Zeit, ja, so ein bisschen mitgeholfen, mit unterstützt, ein paar Tipps gegeben und so. Und deshalb spiele ich das Let's Play auch so früh, weil es eine neue Version gegeben hat. In der neuen Version, oder? Nein, nicht die Pferde. So, oh. Hey, hallo. Dankeschön. Unbekannter Befehl. Ich muss es aussprechen. Ich bin nicht mehr auf dem Server. Und zwar, ja, haben wir gar keine höhere Auflösung. Ich denke, es ist einfach eine niedrige Auflösung. Nein, es ist GUI-Größe, muss ich noch einstellen. So. Dann ist es, also das Maximum. Wir machen mal auf einfach, lassen es mal auf einfach. Und weil der Mod ist genug schwer und wir werden fliegen lernen, wir werden geschubst, wir werden alles. Und die Steuerung muss ich unbedingt noch ändern. So, wieso ist dieses Game Chat nicht entry? Eieieiei. Also, dann machen wir hier am Spawn das Portal hin. Hä? Hier haben wir noch die Truhe. Ach so, Fisch bekommen wir. Gut. Wir bekommen Fisch. Schön. Tschüss, Pferde. Sterbt schön. Aber Leder hättet ihr droppen können. Ah, ich bin Game. Machen wir das kurz wieder hin. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Game Mode 0. Ich bin ja im Game Mode. Hab ich das schon wieder vergessen? Aber wir müssen uns vorbereiten. Der Mod ist recht schwer am Anfang. Ja, ich brauche Holz. Das stimmt. Ich brauche Holz. Oder noch ein bisschen. Lieber nicht hier. Es ist automatisch hüpfen. Das muss ich ausstellen. Nein. Steuerung oder? Aus. So. Und jetzt müssen wir einfach mal ein paar Steine noch haben. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen von irgendwelchem Getier. Sonst kommen wir nicht in den Neffe. Aber eben eigentlich wollte ich ja das Portal noch machen, aber habe es nicht gemacht. Also deshalb mache ich jetzt das Portal an. Aber Kohle brauche ich zuerst noch. Komm bitte. Ich hätte vielleicht ein Texture Pack verwenden sollen, aber ich finde, im Original sieht es sowieso schön aus, wenn alle Texturen in einem Texture Pack sind. Wenn ihr eins kennt oder so, dann dürft ihr gerne das mir verwenden, dann kann ich es installieren, aber ja, ich schaue jetzt. Ja, es ist sowieso eine neue Version, die Texture Packs sind noch nicht so weit. Später dann, hä? So, das reicht. Jetzt werden wir mal ein Game Mode geben wieder. Und da nach vorne das Portal machen. Das Portal machen wir eigentlich mit dem Gegenteil vom Nether Portal. Nämlich Glowstone. Das ist das, der Leuchtstein. Er ist so wichtig und wir brauchen noch einen Wassereimer.
So, wir machen das Netzwerkportal hier. Ne? So, also ein ganz normales Netzwerkportal machen. Und dann ist es das N. Es ist einfach verkehrt herum. Der Obsidian ist ein dunkler Stein und Glowstone ist ein heller Stein. Oh. So. Also jetzt sind wir so mit Ding da. Hä? Machen wir Game Mode aus. Und beginnen unser Abenteuer im Nefr. Nein, nicht im Nefr. Im Efr. Das Efr. So. Und hier sind wir. Wir haben schöne Bäume. Wir haben irgendwelche Schleime oder so. Es tut leider ein bisschen sich, was es ist. Die Blöcke werden nicht erkannt zum Abbauen oder so. Oh, ist das laut? Das ist ein bisschen laut. Ist denn das nur ein Schrei gewesen? Oh, schöne Musik. Ist das genial? Ist das genial oder ist das genial? Das lockert mich schon ein bisschen auf. Ist irgendwie etwas. LAN ist ja nicht offen. Komisch. Ich muss das noch ein bisschen besser hinkriegen. Also selber. Oh Gott, die Musik macht mir Angst. Also es gibt extrem viel zu entdecken hier im F. Und ich werde meinen Spaß haben. Ah, sehr sparsam. Ihr hoffentlich auch. Und jo. Dieser Baum, was ist das für ein Baum? Das ist einfach ein dicker, normaler Baum, hä? Aber das ist der goldene Baum, den muss ich doch abbauen können. Ja. Wunderbar. So. Also wie ihr seht, gibt es recht viele neue Bäume schon mal. Und wie ihr seht, sind wir irgendwo oben drauf. Auf einem... Halt einfach auf... Ja, ihr seht, die Wolken sind unterhalb, also sind wir... Scheiße. Das ist böse gewesen. Ich wusste gar nicht, dass man automatisch... Ah gut, wir spawnen irgendwo anders. Das ist unfair. Das wusste ich gar nicht. Ich habe den F-Mod nicht so den gesehen. Nicht so schnell viel ja, angeschaut oder so. Ich kenne ihn überhaupt noch nicht viel. Also ich habe den F-Mod nur ein bisschen wenig angespielt und so weiter. Jetzt bin ich schon ein bisschen überhastig beim Reden. Es ist wahnsinnig, wie ich jetzt momentan fast Angst gehabt habe von diesem Sand. Ihr dürft ja nicht auf den Sand gehen. Also ihr seht's. Man läuft einfach geradeaus auf diesem Sand. Also müssen wir da... Also ihr läuft automatisch. Ich habe aufgehört. Ich habe nicht gedrückt. Nix. Man ist einfach automatisch gestorben. Ist hier irgendwo der Spawn? Irgendwo hier muss er doch sein. Also in dieser Richtung ist er irgendwo. Vielleicht auf der anderen Seite. Wo sind wir jetzt? Minus. Also in diese Richtung müssen wir eventuell gehen. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Hä? Nehmen hier noch diesen Baum mit. Und gehen dort zu unserem Todesort. Sonst muss ich wirklich ein paar, eine Minimap runterladen. Das ist ein Dungeon. Dungeons sind auch recht schwer und die Blöcke sind nicht besiegbar, zum Beispiel bis wir den Boss besiegt haben und so weiter. Also recht kompliziert eigentlich der Mod. Also groß kompliziert ist es nicht. Also es ist eher, ja, eher gut zu lernen. Ihr müsst halt einfach viel umherlaufen und alles lernen, was ihr so seht.
Es ist nicht so schwer. Also hier ist einer der Dungeons. Aber jetzt muss ich schauen, in welche Richtung. Oh, das ist so ein böses Monster. Die greifen uns an und schleudern uns, glaube ich, weg. Darf ich das mal testen? Solange wir Keep Inventory anhaben und so. Und mit denen kann man, glaube ich, fliegen. Müssen wir eins fangen. Das kann man irgendwie fliegen. Okay, ich weiß jetzt nicht genau. Die machen irgendwas. Machen die nichts? Machen irgendwie gar nichts. Aber ich habe gerade der auf dem Kopf. Der macht etwas? Macht der etwas? Hallo, Stinkeblume. Aua, doch, er macht es. Er vergiftet uns. Töten. Alles töten, was Eier legt. Tötet es, bevor es Eier legt. Und was gibt es? Hey, das... das ist weg. Mann, nur diese blöden Wolken. Hä? Bist du ein Schaf? Die haben die Schafe modifiziert. Ist ja mega genial. Aber in welche Richtung ist jetzt das Portal? Ich möchte gerne wieder zum Portal gehen. Stehst du eigentlich hier oben? Eieiei. Ich weiß nicht, wo mein Portal ist. Das ist ja mega genial. Und was ist das gewesen? Habt ihr das Video gehört? Ah, da ist das Portal. Sehr gut. Ja. Dann gehen wir eigentlich. Ich möchte am liebsten dort zum Baum, aber ich möchte unbedingt hier hin. Ich glaube, ich töte das. Der Hase mal. Geht nicht. Wie es scheint, geht's nicht. Was ist das? Nehmen wir auch mal mit. Ganz viele Blumen mitnehmen. Also, Blues, Carrot Sapling, Orange Tree. Orange Tree! Cool. Goldene Amber. Wir gehen da hoch. Wir bauen dort oben. Hä? Sehr gut. Was ist das eigentlich? Was ist denn das? Sollte ich hier sein? Es hat mich portiert. Wo sind wir? Ich glaube, hier sollten wir nicht sein. Ich gehe wieder zurück. Machen wir das nächste Mal, hä? Also machen wir einfach mal irgendwann. Aber nicht jetzt. Das ist ein Orangen, das ist ein Orangen-Tree. Genau. Dann pflanzen wir die mal an. Und gehen jetzt eigentlich hier oben. Ja, werde hier oben das Haus bauen. Hä? Also zuerst einmal mache ich ein Workbank. Und dann kräfte ich mal die Sachen, die ich brauche. So. Also zuerst einmal, ich brauche den Stein hier. Ich werde jetzt einfach mal ein Schwert so bauen. Denken. Ja, ein Schwert ist gut und eine Axt ist gut. Und das andere machen wir dann aus dem anderen Stein. Hä? So, dann machen wir noch eine Kiste. Eine Doppelkiste. Und zwar tun wir mal alles rein, außer die Orangen. Rohe Lachs brauche ich jetzt gerade nicht. Orange-Tree tun wir hier anpflanzen. So, wieder. Und jetzt in der Nacht müssen wir uns irgendwo einbuddeln. Können wir gleich mal hier drüben machen. Hä? Und du Hase, stirb mal endlich. Sonst werden wir bald noch sterben. Was ist das gewesen? Irgendwas hat mich angegriffen. Da oben. Nicht so laut, bitte. Musik. Die feindlichen und freundlichen Kreaturen mache ich lieber leise. Komm.
Stirb, bevor es Eier legt, muss es sterben. Was ist das? Was ist das? Es hat mich vergiftet. Es tötet mich. Ich glaube, es tötet mich. Ja, Monsterjäger. Cool. Aber es ist gefährlich hier unten. Ich werde mich jetzt reinbooten. So, bevor es Eier legt. Nein, bevor es mich tötet. Ich kann nicht mehr. Also gehen wir runter. Nein, ich muss richtig anordnen. Alles richtig anordnen. Dankeschön. So weit, so gut. Boah. Das ist episch. Und mit diesem Stein kann man jetzt andere Waffen herstellen. Und so weiter. Ist es jetzt weg? Okay, es ist weg. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie verloren oder so. Ah, hier ist schon mal das Eisenersatz, denke ich mal. Amber. Ambrosium, ja. Das kenne ich noch. Aber ich habe es nie weiter gespielt als angeschaut. Es ist wirklich... irgendwie, ja, die Schuld halt, dass ich einfach nicht so viel Zeit habe, alles ganz anzuschauen. Aber ich habe schon sehr, sehr früh den Mod eigentlich supportet. Und möchte ihn daher einfach ein bisschen spielen mit euch. Ich hoffe, es interessiert euch. Und wenn ihr Lust habt, es auch zu spielen, geht einfach mal auf ether.com oder so und installiert es. So. Wir müssen weiter runter. Die Musik ist so genial, das lasse ich jetzt so laut. Es ist einfach so entspannt und cool. Einfach super genial. Ja, jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir runtergraben können, bevor wir runterstürzen. Also scheinbar werden wir nicht sterben. Wir werden einfach an den Altaren, am nächsten Altar wiederbelebt. Und der war ja dort drüben. Den müssen wir dann auch schauen, dass wir den haben. Hä? Irgendwo ist immer noch mein... Ich hab ihn gar nicht, aber es tönt immer noch nach Hase. Kann es sein, dass der irgendwie unsichtbar ist? Das ist jetzt der zweite Kristall, aber können wir den abbauen? Nö. Okay, ich habe ihn vernichtet. Ja. Man sieht es halt nicht so gut, das wäre trotzdem noch gut abbaubar gewesen. So, jetzt scheinen wir ganz unten zu sein von der Insel. Ne? Ja, das sowieso. Doch, das ist abbaubar. Ah, das war da schon der dritte. Okay, das ist der zweite, also das könnte Gold sein. Und das andere könnte Diamanten gewesen sein. Einfach etwas Ähnliches davon. Jetzt sind wir bald unten, hä? Ja, das wird auch, genau, das wird auch zerstört. Also, dann machen wir nochmals ein Crafting Table für hier unten. Und machen mal einen Ofen, hä? So. In den Ofen tun wir jetzt das da. Wir müssen gar nichts braten. Ich weiß. Komm, wir machen mal Holystone rein. Das sollte doch gehen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Coarse Effort Dirt. Das ist wahrscheinlich der tiefe, den wir hier abgebaut haben. Holystone Chip.
Ich auch nicht. Also brauchen wir das gar nicht. Ah ja, ich wollte hier eine Spitzhacke und einen Ofen machen. Ah, jetzt habe ich das gar nicht richtig verstanden. Gut, dann haben wir das geschafft und wir gehen noch ein bisschen tiefer. Ne? Die Wolken möchte ich irgendwie auch abbauen. Ja, so geht es. So kann man es abbauen. Sehr gut. Bauen wir ein bisschen Wolke ab. Auf der kann man scheinbar laufen. Ne? Aber das ist glatt. Das ist die glatte Wolke. Okay. Dann tun wir die mal ein bisschen abbauen und gehen dann tiefer runter. Ne? Also scheinbar gibt es Shards. Skateglas, Krutskateglas. Also das ist Glas. Das sind gar keine Wolken. Also das ist keine Wolke oder was? Und was ist das Dunkle hier? Scheinbar brauche ich eine bessere Spitzhacke, das mache ich gleich mal. Ne? Also. Eine Spitzhacke, die aus Ambrosiumschad ist. Kann man nicht machen. Aber das nicht? Also was kann man denn die machen? Geht auch nicht. Ah, ich brauche wahrscheinlich andere Stücke. So. Das geht nicht. Ja, genau. Ja, ich komme langsam wieder ein bisschen rein. Schwarze kann man hoffentlich abbauen mit der. Ja. Was ist das? Arcanium. Das ist alles neu. Das kenne ich gar nicht. Damals war es noch ganz anders, der Mod. Der Mod war sicher ganz anders damals. Es wurde so viel gebaut und weiterentwickelt. Heftiges. Ach, genial. Von dem nehmen wir noch ein bisschen mit. Gehen dann wieder nach oben. Es sollte dark sein. Alles so. Ja, jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir nur nach oben. Wunderbar, und die Musik ist so genial. Also jetzt müssen wir aber auch etwas anpflanzen. Ne? Müssen irgendwas anpflanzen und die Sonne geht gleich auf. Sehr schön. Ja, Hollystone. Das mal rein tun. Ah ja, das ist es. Das ist die Kohle. Damit kann man auch Fackeln machen. Die Orangen brauche ich hier. Der Ofen brauche ich hier und die wachsen. Jetzt müssen wir uns um Nahrung kümmern, hä? Aber was soll ich am besten? Ich baue mal die ab. Die Bäume hier und pflanze sie neu an. Schon wichtig, dass ich da ein bisschen Holz bekomme bis in der Nacht. Jetzt mal kurz dieses Holz verwenden zum Hochbauen. So, 23 Minuten haben wir schon aufgenommen. Minütchen. Ich will jetzt nicht 30 machen, aber doch recht lange. Wie ihr das zu schauen habt, bis der zweite Part kommt. Er kommt eventuell morgen. Ich denke, er kommt morgen. Ich habe schon wieder ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. So, jetzt können wir auch andere Bäume natürlich fällen. Wir brauchen unbedingt Sachen, ja, die wir nutzen, um Häuser zu bauen und so. Und ja, wir müssen dann in die Dungeons gehen und den Wolken ausweichen, die uns herumschubsen. Oh je, das wird cool. Es wird sehr, sehr cool sein. Der Mod ist ja auch schon ein eigenhändiges Spiel. Schon fast. Das ist einfach nur cool. Also ihr werdet sehen, hä? Ihr werdet sehr viel sehen bei mir. Also alles, denke ich mal. Und
Da hat es noch pinke Wolken, blaue Wolken, weiße Wolken. Es ist so gigantisch, dieses Spiel ist gigantisch. Dieser Mod ist gigantisch, so wie Minecraft. So gigantisch ist der Mod. Ist einfach krass. Ja, und die kann man anpflanzen, die Blueberry. Und zwar werde ich mal hier eine solche Baum pflanzen. So, und schauen wir, dass da dieses runterkommt. Haben wir irgendwo welche? Da ist doch ein Baum drin. Ein Stiel. So. Damit der auch runterfällt, hä? Ja. Sollte jetzt eigentlich gehen, so langsam. Ja, ja, komm jetzt runter. Mit der Blätter. Ah, da ist noch einer. Und jetzt? Jetzt sollten sie runterkommen. Da ist noch einer. Aha. Also recht verwurzelt diese Baum, ja? Da ist ein Golden Oak. Der heißt Golden Oak. Die goldene Eiche. Schön. Da kommt nochmal ein Golden Oak Sapling. Die machen wir dann nahe das Ding hin. Ja, aber das machen wir dann das nächste Mal. Und züchten dann auch ein paar Tiere. Zum Beispiel die Häschen. Und diese Kühe hier, alles mögliche. Ah, da oben ist noch einer. Ich muss ja irgendwie hochkommen. Ist der? Ah, da. Mist. Geht gleich mal nicht. So, jetzt. Genau. Also dann haben wir dann auch den Baum und können, ja, mal, ja, den S-Part abschließen, hä? Ich bedanke mich fürs Zusehen, sagt mir mal bitte ein bisschen Feedback und wie ihr den Mod findet. Und im nächsten Part werden wir, ja, uns um die Tiere kümmern, uns um die Nahrung kümmern und eventuell ein paar Monster besiegen, hä? Also Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part. Euer Ragobas. Tschüss.